Am Sonntag um etwa 0 Uhr kam es in der Oberndorfer Neckarstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Dazu Manuel Suhr, Feuerwehrkommandant der Stadt Oberndorf am Neckar. Ja, beim Eintreffen der Feuerwehr war Rettungsdienst und Polizei bereits vor Ort. Die Feuerwehr hat dann sofort den Landeplatz ausgeleuchtet, sodass der anfliegende Hubschrauber dann auch gleich landen konnte. Wegen was musste der Hubschrauber kommen? Ja, beim Verkehrsunfall, bei dem ein Motorrad beteiligt war, gab es zwei schwer verletzte Personen. Und hiervon musste eine Person mit dem Rettungshubschrauber nach Tübingen in die Klinik verbracht werden. Mit überhöhter Geschwindigkeit ist der Fahrer des Zweirads der Marke Honda erst nach links auf eine Verkehrsinsel abgekommen, flog ab dort mehrere Meter mit seiner Maschine und kam erneut an einer Kante der Verkehrsinsel auf. Dort kollidierte das Motorrad mit einem Verkehrsschild und kam nach etwa 20 Metern zum Stillstand. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus Rottweil gebracht werden. Seine Sozia traf der Unfall schwerer. Nach Angaben der Polizei wurde sie schwerst verletzt. Zum Unfallzeitpunkt trugen der Motorradfahrer und seine weibliche Begleitung keinen Helm und keine motorradtaugliche Kleidung. Auch nach dem Abflug von Christoph 11 hatte die Feuerwehr zu tun. Welche Schritte werden jetzt noch im Nachhinein von der Feuerwehr durchgeführt? Ja, nach Rücksprache mit den verantwortlichen Polizeibeamten leuchtet die Feuerwehr jetzt die Einsatzstelle weiträumig aus, sodass die Ermittlungsarbeiten durchgeführt werden können. Und im Anschluss wird man dann die Straße reinigen, sodass man die Einsatzstelle dann wieder freigeben kann. Mit wie vielen Einsatzkräften war die Feuerwehr hier heute vor Ort? Ja, die Feuerwehr Oberndorf war mit 3 Fahrzeugen, 10 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst mit 2 Rettungswagenbesatzungen, 2 Notarzt-Einsatzfahrzeugen und schließlich dem Hubschrauber Christoph 11. Ebenfalls waren 2 Streifenwagenbesatzungen und ein Wagen der Verkehrspolizei Zimmern auch Rottweil vor Ort.